Hier ist die Allianz Arena auf den Kommentatorenplätzen. Manni Breukmann und Frank Buschmann. Ist das jetzt eine offene Kiste? Haben wir einen Favoriten? Wie wird es ausgehen? Viele Fragen von dem Spiel. Da gebe ich mal eine Antwort. Ich glaube, das ist Frank Buschmann. Und der Schiedsrichter gibt Vorteil. Und dann pfeift er den Vorteil doch noch ab. Oh, damit haben sie nicht gerechnet. Eine gewagte Nummer aus dieser Entfernung. Tja, davor muss man nicht unbedingt zittern als Torhüter. Oh, damit haben sie nicht gerechnet. Eine gewagte Nummer aus dieser Entfernung. Tja, davor muss man nicht unbedingt zittern als Torhüter. Wenn er schießt, aber jetzt hat er getroffen. Ja, also das habe ich seit Monaten, um nicht zu sagen, seit Jahren nicht mehr gesehen. Man könnte fast meinen, er wäre angeschossen. In der Entstehung, im Abschluss, Weltklasse, dieses Tor. Der Abwehrspieler ist genau zur Stelle bei dieser Flanke. Aus dieser Flanke ist nichts geworden, der Ball. Zweikampf auf die alte Art, die Grätsche. Sicher in der Ballbehandlung. Sauber geklärt. Ribéry. Jetzt ist er ganz frei durch. Er wird ganz gefährlich. Achtung! Ja, das ist der Ausgleich. Da sah die Abwehr aber nicht gut aus. Andrea Pirlo. Besitz für Bayern München. Da ist er wieder, der Spezialist für die Grätsche. Und Achtung, genau hingeschaut. Klasse Abwehrleistung. Immer wieder gerne die Grätsche. Das sieht nach einer guten Möglichkeit aus. Wenn alle Angriffe so kurz sind, dann bringst du davon 90 pro Spiel unter. Nachteil, der Gegner ist schon wieder am Ball. Der Ball geht jetzt aus. Es gibt Eckball für den FC Bayern. Vorsprung, sie führen mit einem Tor. Die Ecke hat es mal wieder gezeigt. Standardsituationen sind wichtig für dieses Team. Ja, war wunderschön. Toller Eckball und ein tolles Tor. Wir haben das Führungstor gesehen und der FC Bayern hat es erzielt. Pass geht raus, jetzt soll es über die Außen gehen. Und das ist jetzt die Möglichkeit. Kommt was auf uns zu. Andrea Pirlo. Immer wieder liefert er herausragende Arbeit ab als Vorbereiter. Oh, da ist noch schön mit dem Kopf. Und der Ball, er zappelt im Netz. Der Gegner ist am Boden und sie treten weiter munter drauf. Aber es wird ihm ja auch total einfach gemacht. Das gibt's doch gar nicht. Meine Herren. Ja, da kann der Keeper nicht festhalten. Und wo fällt die Kugel hin? Genau vor die Füße des Stürmers. Und der schiebt rein. Er
versucht den Ball abzugrätschen. Der Ball geht ins Torhaus. Meistens eine aussagekräftige Zahl, das Eckballfeld. Nochmal Ecke. Das kann auch ein fairer Gegner nicht gutheißen, dass dieser Mann hier so schwer verletzt ist. Ja, und das sieht von hier oben, vom Reporterplatz aus, so richtig übel aus. So langsam finden sie Gefallen dran. Wieder Ecke. Handball. Großer Erfolg für den FC Bayern. Die Münchner gewinnen dieses Spiel.